bin Moderator, tatsächlich Moderator. Ich halte das für einen Beruf, und zwar bei Sportveranstaltungen, bei Management-Tagungen, bei allem, was sich so anbietet. Man muss die leisen, aber auch die lauten Töne beherrschen, finde ich. Ich liebe es, auf Bühnen zu stehen. Ich liebe es, das Publikum zu spüren, mit dem Publikum zu spielen. Und auch da ist es völlig egal, wie viele da stehen. Es ist mit 50 Personen schwieriger als mit 50.000. Aber auch das lernt man natürlich im Laufe der Jahre, und ich liebe es. Ich mag den Umgang miteinander, mit den Sportlern, Rodeln, Bob, Skeleton. Die Sportler mögen, glaube ich, was ich tue, und ich mag, was die Sportler tun. Ja gut, das kommt dazu, dass es natürlich eigentlich ein Fachmann ist, was man schon auch merkt. Ich meine, der bringt den Zuschauern nicht nur ein bisschen Stimmung rüber, sondern eben auch ja, den Sport, um den es ja eigentlich geht, aber das macht er schon richtig gut. Die Kunst ist es, vorbereitet zu sein und es trotzdem locker aussehen zu lassen. Und das ist völlig wurscht, ob das eine Sportveranstaltung ist oder aber eine Veranstaltung, wo alle im Anzug da sitzen und Minister, Kanzler oder Präsidenten da sind. Ich sage immer, entscheidend ist tatsächlich, dass man es bei jeder Gelegenheit kann, wie auch immer es sich anbietet. Es muss in der Lederhose funktionieren, es muss im feinen Anzug funktionieren, aber eventuell auch in den Sportklamotten. Winner's Ceremony! Weltmeister, Champion of the World! Johannes Lachner, Matthias Geiger-Huber, Joshua Blum und Christian Rast! Jetzt die Ausfahrt aus der Echowand, nochmal 400. Nur der Rückstand. Fernstedt oder Tina Hermann? Fernstedt oder Hermann? Es ist Tina Hermann, die eine Hundertstel vorne bleibt, aber Anna Fernstedt, und das hat sie geschafft. Der erste Stockerlplatz ihrer Karriere im Weltcup. Ich wünsche mir viele Bühnenveranstaltungen, die ich moderieren kann, weil ich da einfach Freude dran habe und behaupte, dass ich das sehr, sehr gut kann, und Spaß dabei. Ich nehme keine Aufträge mehr an, bei denen ich nicht vermute, dass ich Spaß dabei habe. Und trotzdem ist es ein Beruf.